Jo, da wären wir wieder. Und für diejenigen, die die Aufräumfolgen übersprungen haben, also die beiden letzten, ich habe hier nur die Metallplatten sortiert, also dass wir unten überall die grünen haben, da oben 6-mal Tin, 3-mal Gold, 3-mal Blei, hier oben Mischmaschzeug und Stahl, weil ich das dann noch durch Stahl ersetzen sollte. Dann habe ich oben Fabriken rausgerissen, sogar ganze zusammenhängende Komplexe teilweise, wie die Modulvorstufen. Die habe ich hier genommen und einfach unten ran gebappt. Da bin ich ein bisschen schneller. Ta-ta-ta-ta. Sieht hier schon ein bisschen voller aus, ne? Also wie gesagt, von oben runtergenommen, hier hingelegt. Das gleiche habe ich auch mit allen Holzbrettern gemacht. Also die normalen Holzbretter, die braunen Holzbretter, die weißen Holzbretter. Ich weiß nicht, ob wir noch andere brauchen. Dann das Tin, Copper Wire, die Bob-Komponenten, die wir für fast alle Chips brauchen. Die Bälle. Dann habe ich hier noch Platz gemacht für die zukünftigen Solar Panels und Akkus. Und das war es eigentlich schon. Und dafür habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Achso, falls ihr euch wundert, was diese Fließbänder bedeuten, das heißt, dass der Platz reserviert ist für zukünftige Projekte. Also der Platz hier ist reserviert für eventuelle Verdopplung von dem hier, falls es mit den Ressourcen nicht hinkommt. Und das hier ist reserviert für die späteren, nicht für die Module, sondern für die Dinger, die man braucht, um die Module zu bauen. Also es gibt von diesen rosa Brettern noch 2 Stufen mehr oder so, die man dann für die MK, was auch immer, Varianten braucht. Oder zum Erforschen von den höheren Modulen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und hier halt, wie geplant, weiße Chips, grüne Chips, blaue Chips. Jo, jetzt aber andere Dinge. Und zwar ist mir aufgefallen in den letzten Folgen, dass die weißen Chips nicht so wirklich schnell produziert werden. Wir haben zwar, wie ihr unten rechts sehen können, 2100 weiße Bretter und 1600 weiße Grizzlebretter, aber wir haben keine weißen Chips. Und übrigens, oh doch, braune haben wir. 3600 braune Chips. Ja, das ist definitiv gut gelaufen. Aber jetzt, was ist mit den weißen Chips los? Das verstehe ich nicht ganz. Gut, wieder mal arbeiten. Aber es sind halt nur 2, ne? Ja. Wir haben insgesamt nur 2 weiße Fabriken. Okay. Das ändern wir doch mal schnell. Wir nehmen einfach das Ding mit nach unten. Und bauen dann davon 4 Stück dahin. Wollen wir das ähnlich machen wie bei den Braunen? Bei den Braunen haben wir das Drahtzeug da auch direkt daneben gemacht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das nicht so toll. Mach mal hier... Blub, blub, blub. So. 6-mal weiße Chips. Das wird niemals nicht hinhauen. Da werden die Sachen, die wir brauchen, nicht ausreichend sein. Wahrscheinlich. Seid ihr begrenzt? 4. 4 Stacks weiße Chips. Uff. Ja. Warum nicht? Die weißen Grizzlebretter werden eventuell ein Problem werden. Aber gucken wir dann. Erstmal reiße ich jetzt oben die weißen Bretter, die weißen Chips raus. Und gucken, was wir für die Grizzlebretter brauchen. Ich glaube, die Grizzlebretter brauchten nämlich eine Flüssigkeit und das ist doof. Ja, die brauchen die Ferric Solution. Das heißt, wie viele weiße Grizzlebretter haben wir? Mehr als genug. Schmeiß das mal wieder rein. Naja, gar nicht mehr als genug. Ich denke, die werde ich einmal kopieren. Das heißt, wir nehmen dich. Wir nehmen das komplette Ding samt Rohre und allem. Und bauen das hier nochmal auf. Dann müssten wir nur noch ein Rohr da hinsetzen. Dann sollte es eigentlich passen. Und dann haben wir 4-mal weiße Grizzlebretter. Mhm. Ja, das ist Rohr, das ist Rohr. Müssen wir nur darauf achten, ob das denn hier auch einigermaßen hinkommt. Aber es schaut gut aus. Alles angeschlossen? Nein, wir haben keine Rohre im System. Also keine normalen Rohre. Das ist ungewöhnlich, aber gut.
Wird alles automatisiert später. Alles automatisiert. Ja, okay. Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Grizzlebretter. Wir haben 6-mal weiße Chips. Das heißt, das hier kann alles weg. Nee, Sandsäcke nicht. Das hier kann weg. Ja, und ich glaube, das reicht noch erstmal an Umbauaktionen. Ich sollte jetzt lieber darauf achten, dass ich meine Türme schön verteile, dass ich Strom im Auge behalte, wobei das echt gut aussieht. Ja. Also ein Blueprint gleich machen für grüne Solarpanels und grüne Akkus. Da müssten mich inzwischen schon 2 Stacks darauf warten, platziert zu werden. Blub, blub, blub. Blub, hier sind noch gar keine Druckbastürme, kann das sein? Achso, da ist ein Licht. Ja. Die halten sich hier die ganze Zeit wacker, ohne jegliche Artillerieunterstützung, würde ich schon fast sagen. Soweit wir die Topaz-Türme schießen können. Und es funktioniert da hinten. Es sammelt sich sogar. Sehr schön. Wo wir gerade dabei sind. Mach mal weg. Weg. Weg, weg, weg. Und baut das hier spaßeshalber mal so ein bisschen weiter. So. Immer wieder ein bisschen und irgendwann sieht es ganz lustig aus oder so. Blueprints. Genau, also ich hätte jetzt ganz gerne... Das mal weg, das mal weg. Ich hätte ganz gerne... Nee, kein Stack. Den muss ich hier selber setzen. Ich will sie nicht selber setzen. Also ich gehe kurz runter. Schnapp mir, keine Ahnung, 16 Akkus, 16 Solarpanels. Grüne. Er macht dann... Oh nee, da haben wir ja schon. Noch viel besser. Ich schnapp mir gar nichts. Einmal grün. Jo. Dahin. Einmal grün. So. Dahin. Und jetzt wird abgerissen. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. So. Mehr Power. Jetzt gehen wieder Akkus verloren, aber wir hatten eben gerade 36 Gigajoule quasi frei. Sollte okay sein. Hier bitte auffüllen. Da auffüllen. Und wir brauchen viel mehr Construction Bots. Ich habe bestimmt doch irgendwo noch Flying Frames rumliegen, oder? Gib mir mal 200 Flying Frames. Wenn die noch irgendwo sind. Da, da, da. Und bau dann mit besagten Flying Frames stinknormale Construction Bots. Oh, Weak Capacitor. Okay. Forder auch mal die Weak Capacitors an. 2 Stück. Und gib mir die Leerkiste, damit ich mir wieder Leichen aussortieren kann. Weil ich es nicht lassen konnte, die von Hand einzusammeln. Das sollte ich mir wirklich abgewöhnen. Einfach immer nur rotes Blueprint, gib ihm. Und nicht darüber laufen und das immer wieder aussortieren müssen. Das ist nicht so wirklich praktisch. So, und was brauchen wir jetzt für die Jungs hier? Da fehlen Batterien und Aluminiumplatten. Mal gut. Das weg, das weg. Ich hätte gerne Batterien und ich hätte gerne Aluminium. Da. Weg. 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 Wusch. Ja, so muss es aussehen. Ganzer Schwarm, der alles auf einmal wegträgt. Du, da. Brupp, brupp, brupp. So. Und dementsprechend sollten jetzt auch genug Gelbe wieder im System drin sein, dass wir das im Westen weiterarbeiten können. Also laufe ich mal ein bisschen schneller Richtung Westen. Miau. Hier ins Dunkle. Da haben wir noch Alienlichter. Das ist nämlich echt zappenduster hier. So, und hier
Blub, blub. Blub, blub. Angriff. Ganz schön weit südlich im Osten. Was muss denn von der Basis da kommen? Ja, ja, ist okay. Hier weiter. Gut. Ach Mist, jetzt habe ich die alten gelöscht, ne? Ah ne, hier ist noch der zumindest. Dann hätte ich gern den noch. Und ich denke, ich kann das jetzt gleich ganz bis zum Ende durchziehen. Weil wir haben so viele abgerissen, das müsste eigentlich hinhauen. So, so, so. Und da reicht schon nicht mehr. Okay. Und Akkus. Da, 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 da. Baum. Oh, hallo. Ah, sieht cool aus. Ah, nur ein kleiner Angriff. Keine Könige, keine Königinnen. Das ist alles noch sehr gut machbar. Auch mit nur zwei Sandmauern. Früher hatten wir irgendwie dreifach, vierfach Mauern. Das braucht man momentan irgendwie nicht so wirklich. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Boah, aber okay. So, und damit hätten wir jetzt einmal komplett rum um unsere neu erweiterte Basis. Sowohl Solarpanels als auch Akkus. Schick, 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 schick. Und das sieht richtig, richtig schön ordentlich aus. Guckt euch das mal an hier mit den Fabriken. Naja, fast. Aber, ne? Besser als vorher. Cool, 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 cool. Also, ich brauche noch Licht. Ich fordere mal Alien-Lampen an, falls sie sich irgendwo noch versteckt haben. Da. Und wenn nicht, hole ich mir einfach diese komischen leuchtenden Stupsi-Dinger da. Die Charged FCs. Okay. Ding, 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 ding. Inventar ist aber einigermaßen aufgeräumt. Ah, genau, die Construction Bots sollte ich jetzt hier bauen können. 30 Stück MK3. So. Dann lasse ich die frei und dann sollten wir davon auch genug haben. Es gab übrigens mehrfach den Verdacht, dass die Construction Bots, die ich jetzt habe, dass die MK3er nur mit besonderen Repair Packs arbeiten können. Dem scheint nicht so zu sein. Weil wir wurden jetzt schon mehrfach angegriffen und definitiv auch beschädigt und trotzdem wurde alles repariert. Also es wurde wohl dann gepatcht, wenn dem früher so gewesen sein sollte. Was ich auch ganz gut finde. Oh ja. Einmal bitte einsammeln, ich brauche lila Tränke. Und Chitin eventuell. Hatte ich mir schon mehrfach überlegt gehabt, das zu bauen. Das Eklige daran ist halt, dass wir wieder Schwefelsäure brauchen. Na gut, jetzt wo ich so am Umbauen bin von den Fabriken. Ich kann ja alle Fabriken, die keine Flüssigkeiten brauchen, richtig schön hier unten ordentlich aufbauen. Und dann jeweils anders irgendwo in der Basis ein Komplex hinbauen für alle Maschinen, die mit Lubricant arbeiten, alle Maschinen, die mit Schildsäure arbeiten und so weiter. Da muss ich mir nur noch ein gutes System überlegen. Ja, so, was sagst du jetzt? Ah, oh, nur halb voll. Ja, weil wir so viel aufgebaut und abgerissen haben. Die Grünen sind schon gut am Aufholen. Und wir füllen uns gerade auch, aber ziemlich langsam. Wie viel sind da noch drin? 100 Stück. Okay, den Reis mal. Es sind 16 jeweils, ne? 16, 32, 64, 64 erstmal. Wobei, 96. So. Die einmal komplett weg. Mit meinen 9. Was? So, jetzt sammelt ihr erstmal die Leichen auf. Prioritäten, Jungs, Prioritäten. Stromversorgung ist viel wichtiger als irgendwelche Leichenschänderei. Oh, und wir können jetzt blau bauen. Theoretisch. Die CPUs da unten, die haben wir noch nicht automatisiert. Kann ich die irgendwie selber bei mir im Inventar zusammenknupseln? Müssen wir mal gucken. Und es erlaubt Logistik 4 und Logistik System 2. Achso, das sind jetzt die Ditec Roboports MK2. Wir haben schon Bob Roboport MK3, aber die Bob Sachen sind nicht so extrem stark wie die Ditec Sachen.
wer es in den Kommentaren richtig rausgelesen habe. Also ein Bob Logistikroboter MK3 entspricht ungefähr einem MK2 von Ditec. Irgendwie so war das.